Na gut, weiter geht's. Jetzt also wieder im Kampf. Oh shit. Na, dankeschön. Oh. Das war ein guter Moment, um Pause zu machen. Es sieht schön aus. Na gut. Ich wollte eigentlich... Wo ist er denn, der Atlas? Ich weiß es nicht. Ja, ich gehe erstmal in Deckung. Lass mal kurz den Atlas anvisieren. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen rumwüten lassen. So, kannst du mal... Ja. Ich muss ja erstmal mein Schild wieder ein bisschen aufbauen. So. Das ist auch eine ganz gute Position, würde ich denken. Warte mal, ich gehe erstmal hier rüber zu dem da. Zu unserem Freund, der hier so nett drum bittet, geschlagen zu werden. So, und dann würde ich sagen, können die beiden ja nochmal ein bisschen drauf knüppeln auf das Ding. Ich mach mit. Ja, ja, soll er ruhig wüten, ist mir egal. So, das war's dann auch schon für den. Gibt's ja schon... Oh ja, es gibt schon. Ich dachte mir gerade, gibt's schon irgendwo ein Geschütz, aber ja, 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 ja. So, das war bloß so ein Alibi. Sturmangriff. Oh. Einfach nur, um die Energie wieder hochzukriegen von meinen Schilden. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl draufgehen. Gut. Ist gerade ein bisschen verwirrend hier. Ich stehe in ihm drin? Na klar. Ah, wirst du wohl. So viele Kampftechniker hier. Meine Güte. So, lass den mal gleich aus der Luft pflücken hier. Schön. Okay. Haben wir jetzt gefunden, zumindest erstmal die Position ein bisschen gesichert, hoffe ich. So. Ach so, das ist Garrus. So, gleich zwei mit einem Streich. Wunderschön. Ich bleib mal kurz hier drüben in Deckung. Okay, das hat auch ganz gut funktioniert bisher. Missionsanweisung. Prioritätsziele 1215D Prangley schon wieder. Und 262B Rodriguez. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich. Falls nicht, leichten wir Gentests zurückbringen. Zusatz zu ursprünglichem Auftrag. Subject Zero soll für Tests und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelles Psychoprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgsversprechendste Strategie vor. Oha, das ist ja mies. Ich frage mich, ob sie sich darauf eingelassen hätte, aber ich kann es mir bald vorstellen. Sie ist weich geworden auf ihre alten Tage. So, Runde 2. Wer ächzt denn hier so rum? Ach so, der da oben. Alles klar. Lass mal hier erstmal das Geschütz auseinandernehmen. So geht's ja nicht, Freunde. Funktioniert das? Ja, sehr schön. Es gibt für meinen Geschmack echt viel zu viele Techniker hier. Ey, was? Dörbt er hier durch die Gegend? So, weg mit dir. Oh, erstmal den hier. Okay, für den hat sich's eh gerade erledigt. So, ich gehe dann mal kurz in Deckung, ne? Gut. Weiter geht's. Lass mal schön dieses blöde Geschütz stecken, Mensch. Okay. Haben wir noch jemanden, der mitspielen möchte? Weniger. Okay. Kann ich verstehen. Alle okay da oben? Rodriguez hat am Arm erwischt, weil sie nicht auf ihre Barriere geachtet hat. Commander, ich habe die Cerberus erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen.
Jo, geht los. Warte, ich gehe noch mal ganz kurz runter, um zu checken, ob da noch irgendwas liegt für uns. Ah, hier liegt auf jeden Fall schon mal was. Muni. So, ich glaube, hier geht's weiter, kann das sein? Aber schon da oben. Dabei. Nee, das will ich gar nicht. Ja, ja, Cerberus Shuttle, das geht da lang. Dann schauen wir mal ganz kurz, was hier oben noch ist. Nichts. Okay. Gut, naja, warum nicht? Man muss ja nicht überall was hinlegen. Aber hier drüben wollte ich noch mal kurz schauen. Also entweder war ich da schon dran oder da war nie was. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich merke mal das nicht, wo ich mitten im Gefecht kurz rangehe. So, gibt's denn hier irgendwas Schönes? Nicht so. Na gut. Dann lass uns mal aufbrechen zu den Shuttles. Auf zur Flucht. Wir bringen unsere Leute da schon durch. Okay, also kriegen wir jetzt nochmal die volle Breitseite. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Es ist eine tragbare Multikernlösung auf der Basis klonischer Barrierenarschloch. Und es heißt Octavia. Warum kommen Sie nicht einfach friedlich raus? Warum lenken Sie mich nicht einfach am Arsch? Ihre Cousine Joanna ist bereits an Bord des Shuttles, Octavia. Wollen Sie nicht dafür sorgen, dass sie sicher ist? Bringen Sie sie her! Was? Bringen Sie sie her, damit ich sie sehen kann, die verdammte Lügner. Sie glauben doch nicht, dass ich sie einfach als Gott nehme. Tja, sie ist ein bisschen skeptischer als andere. Okay, geht's zu Credits, war mir nicht sicher. So, ich würde sagen, hallo Freunde, wie geht's? Lust auf eine Prügelrunde. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück. Das ist gut, dass du einen gesunden Skeptizismus an den Tag legst. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Wurzel aus 906,01 ist gleich 30,1. David. Hallo, Commander Shepard. David, du kennst ihn? Ja. Er hat mich vor Cerberus gerettet. Und hierher geschickt. Es ist still jetzt. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotikstudenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Er sieht besser aus. Ich erinnere mich. Normandy Crew. Tut mir leid. Es war nie ihre Schuld. Ist es schön an der Grissom Academy? Ja. Ich habe gezählt. Irgendwas Spezielles? Die Tage, die mein Leben durch sie verlängert wurde. Das Sicherheitsbüro. Schloss ist gehackt. Waffen. Viele Waffen. Leben Sie wohl. Und so haben wir die Gewissheit, nicht bloß, dass wir was Gutes getan haben, indem wir David damals da rausgebracht haben, sondern er hilft uns jetzt auch. Einerseits ist hier offen und andererseits hätten wir die beiden Studenten niemals davon überzeugen können. Schon wieder die Mattock, die habe ich doch vorhin schon gekriegt. Hätten wir die Studenten niemals davon überzeugen können, dass wir wirklich Allianzsoldaten sind, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Na gut, dann haben wir die Mattock jetzt zweimal. Ich weiß nicht, ob die dann jetzt auf Stufe 2 ist oder wie genau das... Ja, tatsächlich, das ist ja cool. So, die Durchschlagsmod nehmen wir natürlich auch noch gerne mit hier. Das war's aber, wie es aussieht. Na gut, aber ist besser als nichts, ne? Mattock jetzt schon auf Stufe 2, gefällt mir. Okay, dann lass mal weitergehen. Ich glaube, wir sind auf bestem Weg zur Andockbucht. Wir sind, glaube ich, gleich da. Hier ist uns nichts mehr? Okay. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Ich glaube, das sind die, die wir für das Huerta-Krankenhaus besorgen sollten, oder? Na gut, wie komme ich denn hier weiter? Muss ich hier einfach drüber? Ja, okay. Ich war mir nicht sicher.
So, eine neue Brustplatte. Wir müssen mal wirklich wieder schauen, ob die Rüstung nicht vielleicht schon ein bisschen verbessert werden könnte bei Shepard. Oh, nett. Hi, Dude. Ja, jetzt wird's lustig, denn dieser Atlas hat noch keinen, der ihn steuert. Und den wird er jetzt kriegen. Rein in die gute Stube. Wüten wir doch mal ein bisschen rum. Nahkampf mit rechts. Das ist aber ein komischer Nahkampf. Ah nein, F ist der Nahkampf, Entschuldigung. Okay. Das wird witzig. Na dann, lass mal gehen. So, dann machen wir es auch mal ein bisschen mit Explosivem hier. Oh ja, die Studenten verteidigen mit diesem Gerät. Das wird witzig. Das hat eine Durchschlagskraft. Meine Fresse. Also, da möchte ich nicht reingeraten, ganz ehrlich. So, ich hoffe, ihr macht euer Ding da oben. Wir verteidigen dann mal, bis die raus sind. Mein Arsch ist gerade ganz bequem aufgehoben in diesem Sitz. Ups. Ja, das war nicht so erfolgreich. Erstmal den dort weg. Tontauben schießen aus der Luft rausholen ist auch gut. So. Dürfen es noch mehr sein? So, ich glaube, da ist einer hinter der Ecke, oder? Ah, ich weiß es nicht. So, von der Seite kommt noch niemand. Okay, dann bleibe ich mal hier. Oh, das ist Liara. Jetzt hätte ich fast auf Liara geschossen. Okay, gibt es noch einen, der von hier kommt? Gerade nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin immer gerade dort, wo keine Gegner sind. Ah, oh, diesmal nicht. Diesmal bin ich richtig. Oh. So, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Man muss ja auch mit dem Atlas nicht unbedingt in die Granaten reinrennen. Ich glaube, dein Schild hilft dir nicht so viel, wenn du hier so ein Geschütz abkriegst. So eine Granate aus dem Geschütz. Ich weiß nicht, was für eine Größe die haben, aber das ist bestimmt nicht gemütlich. Also die Munition jetzt. Die Geschosse. Wenn er so ein Gerät von 10 cm Länge ins Gesicht kriegst, naja, dann zerhaut's dich schon ganz schön. So. Ach, da oben. So, machen wir doch mal ein bisschen mit den... Die Explosiven sind halt schön und gut, aber die sind halt so wahnsinnig langsam. Da ziele ich lieber vernünftig und schieße dann direkt auf die Leute drauf. So, das sollte funktioniert haben, ne? Von der anderen Seite kommen keine oben, hoffe ich. Oh. So, darf es noch jemand sein? Das ist Garrus, den möchte ich nicht zerschießen. Die Shuttle sind gleich startklar. Okay, ich dachte gerade, da oben hätte sich was bewegt, aber war doch nichts. Okay, da sehen wir, dass sie schon am Flüchten sind. Es dauert nicht mehr lang. Noch ein kleines bisschen länger. Dann haben wir die Studenten rausgebracht. Okay. Oha. Kommt da ein anderer Atlas? Ich sehe nichts, muss ich zugeben. Ich baller einfach mal rein. Es sieht bald... Ja, es sieht danach aus. Komm, gleich nochmal drauf. Das war's. So, wohin darf's gehen? Da drüben, okay. Na dann schnell weg hier. Ich habe kein Bedürfnis, hier länger zu bleiben als nötig. Beeilung, Commander. Die Normandy hat den Kreuzer von seiner Kaylee, Position wie geht's voran? Shuttle ist entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das.
Es ist immer gut, einen Jack bei der Hand zu haben. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich hab sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind sie doch schon bereit. Ich glaube, Unterstützung ist schon besser. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich! Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Hackett lässt die begabteren Studenten einen Blick auf den Tegel werfen. Anscheinend hatte David Archer bereits einige Ideen. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja. Danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Gut, mal was Positives getan zu haben und mal wirklich was erreicht zu haben. Nicht bloß in politischen Winkelzügen, sondern mal wieder jemanden wirklich in einer Rettungsmission rausgebracht zu haben. Nur leider schade, dass eben Cerberus der Feind dabei sein muss und nicht die Reaper. Denn Cerberus könnte durchaus, wenn sie vernünftiger eingestellt werden, eine Riesenunterstützung sein für die Verteidigung gegen die Reaper. Aber nein, die müssen ja eher auf Konfrontation aus sein. Wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir alle Spezies aufsuchen, die sich zurückgelehnt haben, während wir bluten mussten und es ihnen heimzahlen. Na, das ist ja ein toller Plan. Noch mehr Krieg. Eben, so ein Schwachsinn. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Okay, schauen wir mal rein. WG, danke, von Stephen Hackett. Von Kaylee Sanders eigentlich. Thema danke an Stephen Hackett. Hallo, Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken und Admiral Hackett hat zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tegel helfe, so gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben und wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein Ihnen. Beste Wünsche, Kaylee Sanders. Okay. Das klingt doch alles total positiv und man freut sich auch mal wirklich was Gutes getan zu haben. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so viele positive Eindrücke hatten hier, dann können wir jetzt auch mal mit der Hauptmission weitermachen, wo es ja wieder in die politischen Winkelzüge hineingeht. Okay, machen wir es mal wieder auf
Massenportal. Ach, siehst du mal, der Petra-Nebel, der hat auch gar keine Prozentanzeige wie die anderen. Das heißt, da gibt's auch einfach nichts zu entdecken. Okay, im Exodus-Cluster hätten wir theoretisch noch einiges aufzudecken. Ich lass es mal. Wir machen jetzt mal wirklich wieder die kroganische DMZ. Und begeben uns nach Tuchanka, um dort noch ein bisschen mehr zu machen. Aber wir können natürlich zumindest hier mal herumschauen. Ich glaube, hier gibt es aber nichts, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Sieht mir aber bald nicht danach aus. Na gut, wer weiß. Vielleicht wurde hier auch schon alles, was irgendwie zu finden war, abgesahnt. So, wir kaufen auf jeden Fall mal ein bisschen Treibstoff. Und dann geht's ab nach Tuchanka. Abgestürztes Schiff. Unsere nächste Hauptmission. Okay, wen nehmen wir mit, ist die Frage. Ich möchte Garrus eigentlich mitnehmen. Ist ja schließlich auch eine Mission für die Turianer. Und. Ich weiß es nicht. Ach komm, ich nehme Jarvik mit. Ich mag das Team. Gut, ich hätte jetzt gern noch auf der Normandy die Madhawk verstärkt, fällt mir gerade auf. Naja gut, was soll's. Wir schauen dann mal kurz bei Jarvik. Der hat... Okay, nee, den lasse ich einfach so, wie er jetzt ist. Ich glaube, ich lasse alle so, wie sie gerade sind. Passt schon. Gut, es gibt wieder Punkte zu vergeben. Die Angriffsmeisterschaft können wir jetzt voll machen. Erhöht Schrotflintenschaden, bringt uns jetzt nicht so viel. Kraftschadensbonus und Dauer und Kraft von... Die Kraft von Kräften, finde ich gut. Okay, wir gehen dann eher da drauf natürlich. Weil Schrotflinte einfach nicht von mir benutzt werden wird. Könnte ich machen, will ich aber nicht. Was ist denn eigentlich die Nova? Lenken Sie die Energie Ihrer biotischen Barriere in diesen tödlichen Angriff um? Nee, vergiss es, ich brauche meine Barriere. Okay, Brandmuni brauchen wir eigentlich auch nicht verstärken. Wir könnten noch ein bisschen aufs Ziehen gehen, würde ich denken. So, denn die Angriffe, die ich hauptsächlich benutzen werde, die habe ich jetzt alle schon. Da brauche ich nicht unbedingt so viele zusätzliche Angriffe noch. Okay, Antigravitationsschaden. Was haben wir hier noch? Von Zielen angezogen, der Ziele erleiden 25% mehr Schaden von allen Schadensquellen. Ich gehe mal darauf eher, glaube ich. So, Multizug, das klingt gut. Oder Aufladetempo. Nee, ich gehe auf den Multizug. Ach, so habe ich nicht mehr Punkte. Aber ich werde da auf den Multizug gehen, sagen wir es mal so, denn die Einheiten mit den Schilden, die kommen meistens im Doppelpack. Und wenn ich dann beiden gleichzeitig den Schild wegklauen kann, dann ist das schon ganz cool. So, Garrus, bei dir spare ich mir die Punkte, bis wir dann den Betäubungsschuss voll machen können. Und bei Jarvik spare ich es mir auch, damit wir dann die alte Rachsucht ein bisschen weitermachen können. Ja, okay. Los geht's.